Hallo und willkommen hier zurück zu einem neuen kleinen Projekt, was mal was anderes. Und zwar zu einer Don't Get Scared Challenge, ja. Es gibt bei diesem Video jetzt, geht es circa 10 Minuten, hier gibt es 5 Level, Level 1 bis 5 und wir dürfen keine Angst bekommen. Ich habe keine Ahnung, ob es da Jumpscares dabei sind. Ich habe das Video nicht angeschaut. Ich habe nur noch mal kurz reingeschaut. Aber nur 3 Sekunden circa. Ja, ich bin sehr gespannt. Einmal was anderes als immer Indie-Horror-Games, vor allem weil die aktuellen Indie-Horror-Games eh nicht so die geilsten sind. Aber fangen wir mal direkt an, starten wir direkt rein. Ja, ich bin gespannt. Let's go. Level 1. Okay, das ist gut, das ist jetzt vielleicht für etwas, die eine Clownsphobie haben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt. Gut, das weiß ich gar nicht, ob man da. Ja. Okay, das. Oh mein Gott. Okay, das sieht schon ein bisschen creepy aus. Das ist wirklich creepy. Dieses, wenn einer einem so direkt anschaut. Das ist Level 1, ne? Das ist Level 1. Okay, das ist jetzt nicht so meins, wo mich da jetzt so hittet. Da weiß ich jetzt nicht. Okay, ich mach mal Pause. Ich weiß es halt nicht, was da gruselig sein soll. Ist die in der. Also die hier, die wo hier liegt, ist die tot? Vielleicht? Kann das sein? Dann wäre es schon ein bisschen krank. Ne, ich weiß aber nicht, ob er das früher gemacht hat. Früher hat man doch auch irgendwie mit den toten Kindern noch ein Bild gemacht. Ne, gab es das nicht so früher irgendwie? Ja, keine Ahnung. Jetzt nicht so der. Oh mein Gott, okay. Was mich viel mehr erschreckt, ist immer dieses kurze Geräusch, was da kommt, ja? Ja, egal. Okay. Das ist halt aber auch nicht sowas, wo ich mir so denke, okay, bam. Okay, ich weiß auch nicht, was hier gruselig ist, wenn ich ehrlich bin. Bin ich gerade ein bisschen überfordert. Und hier bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Okay. Gut, das ist vielleicht eher was. Ich weiß nicht, ob es, wenn vielleicht Kinder mal irgendwie, wenn da mal was passiert ist mit so, das ist ja hier Winnie Pooh und ich weiß nicht, wie der Tiger heißt. Vielleicht haben die, ist da irgendwas mal gewesen und deswegen haben da Leute Angst vor. Keine Ahnung. Ist jetzt nicht meins, ne? Wo man sich so denkt, jo. Ja. Okay, Level 2. Level 1 haben wir bestanden. Da, ich muss sagen, bei Level 1 fand ich dieses Bild, wo dieses Mädchen einen anguckt. Das fand ich gruselig. Das ist irgendwie. Ja, das hat so ein richtig komisches Gefühl in mir ausgelöst. Weil diese Beobachtung. Okay, let's go. Was kommt jetzt? Oh, das ist irgendwie ein bisschen eklig, oder? Diese Geräusche vor allem. Diese Geräuschkulisse, diese Stimmen, dieses Flüstern die ganze Zeit. Na, es ist auch nicht so. Das ist irgendeine Zeremonie oder sowas, was sie da abhalten wahrscheinlich. Ja, nee. Gut, da wird er halt irgendwie. Ja, nee, gut, das ist jetzt für mich jetzt auch nicht. Also, das ist halt einfach ein Bild, davon gibt es viele. Ja, okay, da gibt's Leute, die haben Angst vor, ne? Das ist aber auch eine Phobie. Gut, nennt man auch Höhenangst vielleicht. Ja. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Ist das ein Fenster? Ein Schacht? Ich weiß es nicht. Okay. Alright. These guys are playing on some tubes. Don't ask me why. What's that? I just left. What? Whoa, what the heck? Dude, I don't. What? What is it? I'm not ich sehe seeing gar it. nichts. Oh my god. Oh
my god. Hä? Dude, what? What? Er ist wieder mit einer Kartoffel aufgenommen. I'm not seeing it. Oh my god. Ja. Oh my god. Is it still there? Ja, gut, das ist animiert as fuck. Oh, Werbung, 3, 2, 1. Fast bei jedem Einkauf bares Geld sparen. Kennst du das? Ja, klar. Du willst dir wieder irgendwas online bestellen. Danke, Otto. Level 3, okay, wir haben Level... Level 2 war jetzt für mich so gar nicht gruselig, so. Okay, das eine war ein bisschen eklig, da wie dieses Pochen von der Erde irgendwie. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, was das ist. Ob das irgendwie Erdplattenverschiebung ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Erinnert mich an eine Folge von Supernatural, irgendwie. Wo die ganzen Käfer dann da sind mit diesem indianischen Friedhof. Kennt ihr vielleicht, keine Ahnung, einer der ersten Staffeln. 3, 4, irgendwie so. Okay, Level 3, mal gucken. Okay, das ist in einer... Ja, gut, okay. Ja, okay, keine Ahnung. Ah, das ist okay, da war ein Gesicht, ja, gut, okay. Ich warte nur darauf, bis ein Jumpscare kommt. Ich bin richtig vorbereitet. Was ist das? Hey, who is that? It's tripping me out, dude. Oh my god. Oh my god. Hatten wir das nicht gerade? Oh my god, what is that? Ah, da sehe ich jetzt, das ist Mensch. Nennt man Mensch. Mensch sein. Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, okay, just one. Just Hä? One. Hä? Ich hab's nicht. Was ist passiert? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist halt was runtergeflogen, ja, okay. Okay, just one. What the hell was that? Jeffrey, if you want to go back to France, just run. Okay, just get in. Oh my god. Jetzt kommt da bestimmt gleich ein Gesicht an der Tür. Oder so. Okay. Ich weiß es nicht, ob... Hä? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich habe eher Angst, dass es ein Jumpscare gleich kommt. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Der Pelikan. Okay. Was? Ja, sage ich ja. Level 4. Level 3 auch souverän überstanden. Ey, was ist denn los? Ah, was ist los? Es läuft. Ah, we're ready for it. Oh Gott. Oh. Ah, das kennen wir. Das ist so Standard, dieses Video. Gut, was das ist, weiß ich nicht. Leiche vielleicht? Okay. Was ist denn das ist aufgenommen? Oh, come on. Ahoi. Ja, vielleicht wenn man eine Puppenphobie hat oder so, Angst vor Puppen, vielleicht ist es dann irgendwie was, aber irgendwie... Ja, gut, aber das hat das jetzt mit einem creepyhaftesten aus. Gut, es gibt ja auch Angst vor Würmer oder so, für Insekten. Das ist, lasst doch die arme Frau in Ruhe, Leute. Ganz ehrlich. Angst vor Würmer, ja? Wenn jetzt jemand Angst vor Würmer, Insekten hat, I'm sorry. Ist halt so jetzt, ne? Ich will jetzt auch nichts dran ändern. Da war jetzt noch ein Jumpscare, falls jetzt jemand sich erschreckt hat. Tut mir leid, wir sind im letzten Level angelangt. Noch 2 Minuten haben wir. Level 5.
Mal gucken, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ja? Ich bin sehr gespannt. Bis jetzt halten wir ja ganz gut durch, ne? Ich hoffe, ihr auch. Maden. Wenn jemand Maden mag, kann man auch gut in einem Salat essen. Es gibt gemalte Maden. Gemahlene Maden. Sehr lecker. Ich habe es nie probiert. Ich werde es auch nie probieren. Ja. Okay. Level 5. Ist das Lord Voldemort? Nein, es sind Frösche. Wahrscheinlich tote Frösche, die ausgetrocknet sind. Es sehen so ein bisschen ausgetrocknet aus. Okay, die Maden sind back. Ja, nee. Warum kommen da denn Sachen von Level 4? Level 5 sollte für mich was anderes sein. Es gibt auch welche, die haben Angst vor Meer. Ist auch, glaube ich, so eine Phobie. Oder vor der Endlosigkeit. Mit damit ja jetzt gezeigt. Ne? Die endlose Tiefe oder die endlose Weite des Ozeans. Wunderbar, ein Punkt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das genau ist. Okay. Was das? Sind wir durch? Nee, ich höre noch was. Da läuft einer. Ne? Was wird jetzt passieren? Ihr wisst es ganz genau, so wie ich. Da kommt jetzt irgendwas, ne? We hope you enjoyed this video. Ja, danke. Danke für dieses Video. Ja, das war jetzt Don't Get Scared Challenge Level 1 bis 5. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand jetzt nicht wirklich irgendwas gruselig, außer dieses eine Bild mit dem Mädchen, was uns anschaut. Das war gruselig. Das fand ich wirklich gruselig. Aber ansonsten fand ich das jetzt nicht für irgendwie gruselig oder so. Aber egal, das ist einfach jetzt mal so ein Anfang von einem neuen Format. Einfach mal so ein bisschen außerhalb von den Games, kann man ja sowas mal aufbringen, ist auch was ganz Lustiges. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich kann sowas gerne öfters machen oder einmal in der Woche, einmal zwei Wochen, einfach mal ein bisschen Abwechslung. Mache ich gerne, ne? Warum nicht? Gehört auch dazu, weil ich muss ja nicht nur Games testen. Ich will alles so in Richtung Horror machen, was so geht. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Tschüss.